Assalamu alaikum, lieber Bruder. Erstmal stell dich mal bitte vor. Ja, Bruder, ich bin der Anas. Bin hier geboren in Wien, 19 Jahre alt. Ja, Alhamdulillah. Matura, inshallah, jetzt, letztes Jahr. Ja. Ja, möge Allah anhelfen, dich studieren. Mashallah. Und du machst dich sehr stark für dieses Projekt, das kostenlose Koran? Alhamdulillah, ja. Erzähl mal. Ja, Bruder, also wie gesagt, das Projekt haben wir gehört. Es hat, Alhamdulillah, sehr gut gestartet von euch. Und als wir es gehört haben, haben wir uns auch überlegt, wie wir das machen. Und ich habe langsam begonnen, halt versucht mit, also unter den Brüdern haben wir versucht, Spendenaufrufe zu machen, haben uns was überlegt. Aber meine Idee war halt von mehreren Leuten, die halt so Geschäftsinhaber und Firmenbesitzer, von denen eine kleine Spende verlangt. Und so hat das begonnen. Also war eigentlich spontan. Ich habe mir nicht erwartet, dass so viele, also viele Leute helfen, aber Alhamdulillah war besser als erwartet. Ich war selber schockiert. Und was war das Resultat? Was ist passiert jetzt? Oder, ja, es war so, am Anfang habe ich halt angerufen, es war ein bisschen stressig und manche haben dann nicht geantwortet. Natürlich kommt der Shaitan immer und sagt, der gibt eh nichts und so. Aber dann Alhamdulillah, das Resultat war dann eine schöne Menge. Von 10.160 Euro. Mashallah, wiederhol das doch mal langsam. 10.000 plus 160 Euro. Mashallah. Wie hast du mit den Geschwistern zusammengesammelt oder ganz allein jetzt? Wie war? Bruder, das war ehrlich gesagt alleine, aber wir haben mit den Geschwistern versucht, das zu machen. Aber es war wie gesagt sehr spontan und nochmal, die Geschwister wussten es auch. Du hast über 10.000 Euro gesammelt? Ja. Von 10.160 Euro. Mashallah, wiederhol das doch mal langsam. 10.000 plus 160 Euro. Alhamdulillah, ich wünsche wirklich jedem, alle Geschwister in Deutschland und hier in Wien, Österreich, dass sie wirklich nicht die Hoffnung aufgeben, und sondern einfach von unerwarteten Leuten kommt was. Das war ein Schock für mich. Und nicht denken, ja, der betet nicht einmal oder der geht in diese und diese Gruppe, sondern einfach hingehen und fragen, inshallah. So, und was gibt's jetzt mit den 10.000 Euro? Was wird damit finanziert jetzt? Erklär das nochmal. Inshallah, diese schönen Exemplare werden damit finanziert. Für Nicht-Muslime, ja. Auch für Muslime. Ja. Und ich hoffe auch, dass wir in Wien mehr bekommen und mehr verteilen können. Und natürlich auch Infostände, dass wir alle aufstehen und Infostände beantragen, inshallah. Ja, hast du vielleicht noch ein paar letzte Worte an die deutschen Geschwister und an die österreichischen Geschwister hier? Also erstmals, ich würde euch raten, wirklich dieses Projekt ernst zu nehmen, weil das ist eine Riesensache. Das ist eine Ni'ma, um Hasanat zu sammeln. Und ich würde jedem raten, wirklich das Beste zu geben und versuchen, was zu sammeln. Sei es auch 1 Cent, es ist für Allah. Wenn man versucht halt, Allahs Wort im Koran, die beste Gemeinschaft, und das Gute gebietet und das Schlechte verbietet, indem wir halt die Worte Allahs verbreiten, inshallah. Wie heißt du denn von dir? Anas, Bruder, also mein Name. Ich bin Anas ibn Malik. Wir sind stolz auf dich. Bruder, es möge Allah uns alle bewohnen und euch höchste Stufe im Paradies geben. Mashallah. Danke, Bruder. Allah. Allah. لما نظر تحترت في قسماتها أي الثمار ينال ثغري جانيا فاقت خيال المادحين لوصفها صب الجمال على الجمال فأرويا صب الجمال على الجمال فأرويا صب الجمال على الجمال فأرويا